Ja, moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt es ja in meinem letzten Video gesehen, wir fahren jetzt ein Model Y und da interessiert mich natürlich der Akku. Was für Werte hat der Akku, gerade jetzt, wo der Wagen doch noch relativ neu ist? Wir haben ihn ja erst seit ein paar Tagen. Und da ist natürlich der ODB-Dongle und Scan My Tesla das Mittel der Wahl. Und das probiere ich heute aus. Ich werde also mal heute den Akku auslesen. Und ich denke mal, das wird ganz interessant, was für Werte der hat und ob der wirklich mit diesen 77 Kilowattstunden, die im Kfz-Schein stehen, ob das irgendwie korrespondiert. Deswegen wird es wieder ganz interessant heute. Bin gespannt drauf und ihr dürft es auch sein. Deswegen bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. So, natürlich bin ich total neugierig und möchte wissen, wie ist eigentlich der Akku-Pack hier im Model Y? Wie ist das nominell Full Pack? Was ist der Usable Pack? Und was für Werte habe ich bei einem so neuen Auto? Ich habe nämlich jetzt gerade mal... Wow, 1000 Kilometer auf der Uhr, genau 1000,0. Und dann will ich natürlich irgendwann später nach einem halben Jahr oder so das nochmal auslesen, um zu gucken, wie sich die Werte verändert haben. Und dazu haben wir einen ODB-Dongle und es gibt hier unten unterm Armaturenbrett, da gibt es eine Schnittstelle. Jetzt habe ich aber gehört, dass man mit diesem Dongle und Scan My Tesla da nichts werden kann. Aber natürlich, was man hört, ist nicht das, was man probiert und deswegen probieren wir das erstmal aus. Wenn das nicht gehen sollte, dann nehmen wir die klassische Methode hier hinten. Da ist auch noch eine Schnittstelle, da muss man sich zwischenklemmen. Aber erstmal probieren wir das hier vorne. So, und der Port ist hier unten, ganz unten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da. Das Ding da. Das ist der Port. Und da könnte man den ODB-Dongle reinstecken. Und das machen wir jetzt mal. So, er leuchtet rot. So, und dann wollen wir mal gucken, ob die App irgendwas erkennt. So, wir öffnen also Scan My Tesla und gucken mal, ob er irgendwas sagt. Verbindung hat geklappt. Aber kriege ich Werte? Ja, okay. Verbindung hat zwar geklappt, aber... Man bekommt keine Werte. Gut, dann hilft nichts. Dann müssen wir die Methode machen, dass wir die hinten in die Kabel zwischenklemmen. So, und das Fummeligste ist halt hier, diese Klappe abzukriegen. Da bin ich jetzt hier ein bisschen hintergegangen und habe das dann so mit so einem Kunststoffspatel zur Seite gedrückt und dann konnte man sie irgendwie abziehen. Das war relativ fummelig. Muss man aufpassen, dass man da keine Kratzer reinmacht. Ist mir gelungen. Und so sieht es jetzt von innen aus. Das heißt, hier müssen wir gleich diesen Stecker lösen und da kommt dann die Kabellage dazwischen. Das ist dann im Prinzip das hier, was wir hier haben. Das wird dazwischen geklemmt und hier ist der ODB-Dongle. Aber bevor wir das machen, müssen wir den Wagen erstmal komplett ausschalten und quasi komplett runterfahren. Und der ODB-Dongle und das Kabel, das habe ich von Patrick geliehen. Kennt ihr ja aus meinen Videos. Er hat ja das Model 3 und bei ihm hat er das immer zwischengeklemmt. Und deswegen, bevor ich mir so den kaufe, wollte ich es mal natürlich ausprobieren. Aber jetzt müssen wir den Wagen erstmal quasi ausschalten, spannungsfrei schalten, damit wir das gefahrlos abziehen können. Dazu müssen wir ein paar Vorkehrungen treffen. Und das zeigen wir euch jetzt. So, und bevor wir den Dongle hier hinten anschließen, da ziehen wir ja ein Kabel ab. Und das ist ja eine Datenverbindung. Und damit bloß nichts passiert mit irgendwelchen korrupten Daten, die eventuell während der Übertragung abgebrochen werden, muss man im Prinzip diesen Wagen komplett runterfahren, ausschalten, alle Bluetooth-Verbindungen kappen oder beenden. Das heißt, irgendein FOB, den ich habe, der darf auf keinen Fall in der Nähe des Autos sein. Alle Handy-Apps, Tesla-Apps von mir oder Nasilla habe ich komplett geschlossen. Keine Bluetooth-Verbindung. Wir müssen den mobilen Zugriff ausschalten. Dazu muss ich nochmal meine Tesla-Credentials eingeben, also Username und Passwort. Mache ich mal eben. So, mobiler Zugriff ist deaktiviert. Dann die Dashcam, also alles, was mit USB zu tun hat, anmounten. Dazu drückt man länger auf das Dashcam-Symbol. Jetzt hat es einmal geflasht. Jetzt ist der rote Punkt weg. Jetzt kann ich hier aus dem Handschuhfach den USB-Stick mal abziehen. So, erledigt.
Sonst haben wir nicht. Jetzt müssen wir gleich die Türen schließen und eine Tür hinten lassen wir auf und dann fahren wir den Wagen hier mit Fahrzeug ausschalten runter und dann sollte er so in einer oder zwei Minuten komplett aus sein. So, Vorkehrungen sind jetzt alle getroffen. Jetzt muss ich mal in den Wagen steigen und muss hier quasi das Fahrzeug ausschalten und danach darf ich dann irgendwie keine Sitze mehr belasten. Also hier drücke ich jetzt auf Ausschalten, zack, Fahrzeug ausschalten. Jetzt muss ich runterfahren. Jetzt sollte man irgendwann das Hochvolt-Relais klacken hören. Und dann ist er wirklich aus. So, es hat jetzt laut geklackt. Alle Geräusche vom Auto sind erstorben. Das heißt, der Wagen ist im Prinzip jetzt komplett tot, also aus. Und jetzt heißt es hier, diesen Adapter dazwischen zu fummeln. Möglichst ohne sich die Fingernägel abzubrechen. So, ich darf jetzt auf keinen Fall die Sitze berühren, weil dann könnte der Wagen denken, er wird wieder bewegt gleich und geht wieder hoch oder fährt wieder hoch. Also ist ein bisschen verrenken. Also ich muss jetzt hier, da ist so eine Wippe, die muss ich mit dem Fingernagel reindrücken. Da kann ich hier ziehen. So, und jetzt kommt das hier zwischen. Zack. Und der muss jetzt da wieder rein. Zack. So, und hier... Da kann jetzt der Dongle rein. Der Nachteil ist jetzt bei Model Y, dass diese ganze Konstruktion, die trägt etwas auf, ja. Und bei Model 3 haben wir hier noch ein Loch. Man kann das da so reindrücken, auch diesen Stecker hier. Bei Model Y hat man leider keine Chance. Das heißt, mit dieser Konstruktion geht hier der Deckel nicht mehr zu. Es ist also irgendwie keine Dauerlösung, sondern wenn überhaupt, dann so ein bisschen temporär. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, besser als nichts. Okay, das haben wir jetzt angesteckt. Jetzt kann der Wagen auch wieder aufwachen. Und hier kommt jetzt der Dongle drauf. Zack. Einmal kurz grün, jetzt rot. Und jetzt müssen wir in der App gucken, ob es sich verbunden hat. Ob wir Daten bekommen vor allem. Ah, wir kriegen Werte, das ist sehr gut. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Und dann können wir hier mal schauen. Dann trudeln die Werte so langsam rein. Wir sind hier also auf dem Battery-Tab und dann sehen wir hier diverse Angaben. Wir haben hier Battery Voltage, die wird angezeigt mit 391, Stromstärke 3,1 Ampere, Battery Power, bla bla bla, Discharge Power 18,6 kW, Regen Power machen wir gerade nicht, Voltage, Max Pack, Min Pack Voltage, Max Discharge Current. So, wo sind mal die interessanten Werte? DC Charge Total, wir haben also schon mal 108 Kilowattstunden geladen, ja, am Supercharger, einmal. Komischerweise habe ich da gar nicht so viel geladen, also muss vorher jemand diesen Wagen DC geladen haben. AC Charge 187 Kilowattstunden zurzeit, weil ich lade hier zu Hause natürlich nur mit AC. Wir haben 41,4 Kilowattstunden schon regeneriert, super. 191 Kilowattstunden haben wir verfahren. Nominal Full Pack, jetzt wird es interessant. 73,1 Kilowattstunden. Zurzeit haben wir 62,8 noch drin bei 85%. Haben wir Energy Buffer, State of Charge, haben wir hier 85,2, stimmt. Das deckt sich mit der Anzeige hier. Usable Remaining 59,5. Full Pack when new. Ah, das ist auch wieder sehr interessant. Full Pack when new 74,5 Kilowattstunden. Und demgegenüber das Nominal Full Pack zurzeit 73,1 Kilowattstunden. So, was haben wir denn noch für interessante Werte? Zelltemperatur 34,5, Cell Imbalance, Charge Total, Discharge Total. Ach so, das sind die Ladungen, die wir insgesamt hatten. 336 Kilowattstunden. Ja, ich habe diese Werte vorher noch nie so gesehen. Man muss sich da erstmal ein bisschen reinfummeln. Bei allen ist man nicht sofort im Bilde, was das jetzt genau bedeutet. Rated Range 418 Kilometer, Ideal Range auch 418 Kilometer, Full Rated Range 492 Kilometer. Ich denke mal, am interessantesten sind natürlich diese Full Pack When New und Usable Full Pack oder Nominal Full Pack im Moment. Das würde bedeuten, dass ich im Moment 73 Kilowattstunden Akkukapazität habe, die ich nominal nutzen kann. Ich hatte gedacht, das wäre weniger,
Ich dachte so, das wäre so zwischen 70 und 72, aber bei 73 Kilowattstunden, ja, ist doch gut. Aber im Schein, im Fahrzeugschein steht halt was von 77 Kilowattstunden und das hat der Akku so offensichtlich nicht. Wo ist denn der Buffer, Energy Buffer? Da steht, der Energy Buffer ist 3,3 Kilowattstunden. Ja, das würde sich ja ungefähr decken. Also bei 74,5 Full Pack when new plus 3,3, da liegen wir bei 77,8 Kilowattstunden, die der Akku im Prinzip komplett hat, inklusive Buffer. Ja, so könnte man das meinen, wie ich es gerade gesagt habe. So ist es aber nicht. Ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen näher informiert, deswegen hier so ein kleiner Nachtrag im Video. Und zwar ist der LG Chem Akku schon 77 Kilowattstunden groß, der ist aber auch in verschiedene Blöcke unterteilt. Und der Hauptblock ist tatsächlich dieses Nominal Full Pack. Bei mir waren es jetzt 73,1 Kilowattstunden. Darüber gibt es aber noch einen variablen Top Buffer. Der ist so 1,4 Kilowattstunden, aber eben variabel. Und darunter gibt es auch noch so eine Art Brick Protection. Das ist also, wenn der Akku wirklich komplett leer ist, auch der Buffer komplett leer ist, dass er eben nicht komplett leer ist, sondern noch ein bisschen Restkapazität hat. Die kann man aber auf gar keinen Fall hier für den Betrieb des Autos nutzen. Diese Kapazität ist nur dazu da, um den Akku zu schützen vor einem zu frühen Sterben. Und das sind auch so 1 bis 1,2 Kilowattstunden. Dann bleibt also diese Hauptkapazität übrig vom Nominal Full Pack, 73,1. Da drin ist aber der Buffer, nämlich diese 3,3 Kilowattstunden. Das heißt, diese 73,1 Kilowattstunden kann ich nicht voll nutzen, um von 100% auf 0% runterzufahren, sondern im Prinzip nur die 69,8 Kilowattstunden, nämlich das Nominal Full Pack minus Buffer. Das heißt, wenn ich auf 0% bin, dann habe ich noch einen Buffer von 3,3 Kilowattstunden. Damit kann ich dann noch ein bisschen fahren, bevor ich jetzt wirklich liegen bleibe. Damit kann man aber nicht immer hundertprozentig rechnen, weil natürlich das Batteriemanagementsystem den Akku im Prinzip abschaltet, sobald die Zellspannung irgendwo unter einem bestimmten Wert fällt. Das heißt, wenn ich dann bei Null bin und auch ein bisschen Leistung abfordere, also zu schnell fahre, zu viel beschleunige, dann sinkt die Spannung bei einigen Zellen eventuell unter diesen kritischen Wert und der Akku schaltet sich früher ab und ich bleibe doch früher liegen. Aber so ist es aufgeteilt, das Schaubild hier unten zeigt es euch nochmal ganz deutlich und somit ist also bewiesen, ja, ich habe die 77 Kilowattstunden, die im Schein stehen, nutzbar von 100 bis 0 sind aber nur bei mir zumindest 69,8 Kilowattstunden und das Batteriemanagementsystem, das kalibriert sich natürlich jetzt noch die nächsten paar tausend Kilometer und auch meine nächsten Ladevorgänge, das heißt so, auf die 0,1 Kilowattstunde genau ist das jetzt nicht. Das ist im Prinzip auch nur eine Momentaufnahme. Das ändert sich natürlich auch während des gesamten Akkulebens. Ja, der Wagen ist ja im Prinzip brandneu. Er hat jetzt gerade mal 1000 Kilometer ganz genau auf der Uhr. Jetzt wird es interessant, wie er zum Beispiel in einem halben Jahr oder in einem Jahr liegt. Falls ihr ein Model Y oder euer Model Y schon mal ausgelesen habt, da würde mich natürlich interessieren, wie eure Werte sind. Das heißt, gerade sowas wie Nominal Full Pack oder Usable Full Pack oder der Buffer Full Pack When New, das sind so Sachen, die interessieren einen natürlich. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr die Werte habt, damit wir das vielleicht mal ein bisschen vergleichen können. Ja, und da man ja diese Kabel hier nicht dauerhaft dranlassen kann, weil die Klappe nicht mehr zugeht, bauen wir das jetzt alles wieder zurück. Die App kann ich auch schließen, aber dann müssen wir den Wagen vorher natürlich erstmal wieder komplett ausschalten. Also das ganze Prozedere nochmal von vorn. So, wir haben alles wieder zubekommen und das Prozedere war im Prinzip genau andersrum. Jetzt beim Ausschalten hat es fast 10 Minuten gedauert, bis das Hochvolt-Relais einmal Klack gemacht hat. Das hört man ziemlich deutlich, also könnt ihr gar nicht verfehlen. Auch Geduld haben ist angesagt. Beim ersten Mal, beim Einbauen, hat es nur 3 Minuten gedauert, bis er sich ausgeschaltet hat. Jetzt 10 Minuten, warum auch immer. Aber er hat sich ausgeschaltet, schlussendlich. So, und dann haben wir alles wieder abgeklemmt, zugeklippt hier den Deckel drauf. Ja, ohne Spuren, wunderbar. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir unter die Kommentare mal eure Werte schreibt und würde mich auch freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. War jetzt ein kurzes Video, aber ich hoffe ein bisschen informativ. Dann abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.